Weil meine Mutter isst die auch mit Apfelmus. Mein Vater an sich isst die auch mit Apfelmus, weil das mit Marmelade dem zu süß ist. Aber meine Oma, die isst mit Marmelade. So wie ich. Ich glaube, mein Opa isst die auch mit Marmelade. Gibt keine gescheiten Rennspiele dafür. Ja gut, du bist ja auch überwiegend Rennspielzocker. Von daher hast du da schon deinen Grund, dass du dir keine Nintendo-Sohle anschaffst. Nintendo-Konsole anschaffst. Nackt. Geht auch. Vom Grill esse ich die gerne. Nackt, ohne alles. Das hört sich so dumm an. Also ich bin nackt und ich esse die dann, ne? Mit Apfelmus. Nein. Also wenn wir die vom Grill gemacht haben, da habe ich die immer so gegessen, ohne irgendwas dazu. Der Rick, der kennt doch bestimmt das Level hier in- und auswendig. Die Stelle mit der TNT-Kiste ist ungefähr in der Mitte oder kommt da noch zwei Drittel? Ich glaube, da kommt eher noch zwei Drittel, ne? Ich weiß, dass am Ende nur noch Schildkrötenpanzer kommen. Das ist dann wieder ganz angenehm, wenn die schon halt auf dem Rücken liegen. Aber wenn man die noch rumdrehen muss, ist das halt mega scheiße. Hurensohn. Fick doch deine Mutter. Ich bin hier einfach mal ein bisschen auf Nummer sicher. Hat's gebracht. Hat's gebracht. Also wie gesagt, ich denke, wir werden heute relativ viel Crash spielen. Weil ich denke mal, in Tony Hawk werden wir dann auch ganz gut durchkommen. Genauso wie bei The Room 2. Da fehlen uns, glaube ich, auch nur noch zwei Kapitel. Ja. Deswegen dürfen wir heute, glaube ich, viel Crash spielen. Nee, nicht 5. Hallo. Ich habe 5 selbst noch nicht mal durchgespielt, weil ich keinen Bock mehr habe, weil das so langweilig ist. Und so dumm. Es ist halt echt ein Drecksgame, ne? Da ist Tony Hawk's HD, ist da noch, weiß ich nicht, eine Goldtrophäe gegen. Ich weiß nicht, was ich da zu Vergleich setzen soll. Aber Pro Skater 5 ist echt scheiße. Ja, es ist auch nicht gut. Da gibt's nichts Gutes zu sagen. Es sieht scheiße aus, es lässt sich scheiße steuern, es ist verbuggt wie sonst was. Kurz... Nee, das ist doch gelogen, quasi kurz vorm Ende. Das ist doch gelogen. Da kommt dann noch was, da kommt doch... Da kommen dann noch die ganzen... Die ganzen Sachen kommen da doch noch. Genau, die ganzen Sachen. Der Mann da mit den Haaren, der war's. 13 Zuschauer haben wir, hallo. Kann man sich sowas eigentlich auch einblenden lassen? Das wäre ganz cool. Muss ich mal gleich gucken. Klapsch.
schon, dass das geht. Ab der Stelle mindestens 3/4 geschafft. Okay, das nehme ich so mal hin. Da war ich ja schon voll auf kurz vorm Ende, oder nicht? Aber ich meine, im Stream bin ich hier noch nicht durchgekommen. Also auf Gold sowieso nicht, aber so an sich bin ich hier, glaube ich, nicht. Ja, ich habe hier noch gar keinen Wind gehabt. Das ist, glaube ich, bei... Ich glaube, bei American Wasteland, da haben die aber auch einen Sponsor unterm Timer. Da ist, glaube ich, Nixon. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, es kann, ist vielleicht Nixon. Wenn wir keinen Bock mehr auf Crash haben und alles durch haben und immer noch Zeit über haben, können wir ja ein bisschen Tony Hawk 5 spielen. Kann ich in meiner super tollen Karriere weitermachen. Vor allem das Schöne ist auch die Ladezeiten, ne? Das ist der Wahnsinn bei Tony Hawk. Das dauert alles so lange. Gut, dass ich die scheiß Maske hatte. Komm her. So, TNT-Time. Nein! Ach so, okay. Dann habe ich mich da vertan. Hört sich so schlecht an, dass es schon wieder interessant wird, dieses Spiel selbst auszuprobieren und in den Crap-Faktor zu testen. Genau deswegen habe ich es mir auch runtergeladen. Ich habe mir so gedacht, ey, die sagen so viel Schlechtes über das Spiel, das kann doch nicht sein, dass das so kacke ist. Aber es ist tatsächlich so. Mach du mal, Rick. Ich glaube, wenn du dein Geld verbrennst, hast du mehr Spaß. Ich will den Stream gucken, ich muss jetzt eben in die Küche nebenbei putzen, da reicht das nicht so. Da riecht das nicht so toll. Oh, dann wird's aber Zeit. Ich weiß, ich habe nicht mehr nachgeguckt, wie viel das gekostet hat. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal im Angebot gekauft im PlayStation Store. Das ist ein bisschen schade, dass man diese durchgebrochenen... Jetzt hat mich das Schwein irritiert, weil das noch hinter mir hergelaufen ist. Genau,
wundern, dass man bei den durchgebrochenen Planken da nicht an der Seite gehen kann. Aber es, an sich macht es ja schon Sinn, dass sie dann einfach komplett wegbrechen, wenn man die nur berührt, ne? Was? 40 Euro. Neu oder gebraucht? Würde mal bei mir die Mobs gucken, da gibt's die bestimmt mega günstig. Neu. Müssen wir gebraucht kaufen. Guck hier! Ich habe X gedrückt gehalten und der springt einfach nicht weit genug. Wenn ich selbst patchen könnte, würde ich das selbst wegpatchen. Gute Laune, das ist der Wahnsinn, ey. Ich will auch jetzt erstmal gar nicht wissen, was hier für eine Zeit ist. Also, was hier für eine Goldzeit ist. Könnt ihr euch erstmal geschmeidig irgendwo hinschmieren? Ich bin froh, wenn ich hier überhaupt durchkomme unter Zeitdruck. Oh, das war Glück. Ja, ist okay. Ich habe meine Maske gehabt. Alles gut. Alles gut. Scheiße. Es war so klar, dass das nicht mehr funktioniert. Aber das ist immer noch schweineteuer gebraucht für 18, ne? Gibt es für Place 3? Das muss ja noch beschissener laufen. Da läuft ja so schon beschissen. War knapp, da bin ich auch wieder ein bisschen gerutscht hier. Mir ist aufgefallen, diese, ich nenne sie mal Spikes, die da aus dem Boden ragen, beziehungsweise aus den Wolken ragen, erinnern mich voll an Scrabania von Oddworld. Schon als Zusatz verschenkt, Alter. Obwohl mich das auch reizen würde. Da wird ja auch viel Schlechtes drüber gesagt, aber
Irgendwie ist es schlecht, aber irgendwie ist es doch irgendwie... Es macht einen süchtig. Habe ich so gehört. War auch, glaube ich, bei den Rocket Beans so erzählt worden. Das ist zwar irgendwie, es hat seine Macken, aber irgendwie ist es auch schön.